No, but you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think you should be something. I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, you try to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. Be moving on, and I think you should be something. I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like Entschädigung.
Sonntagmorgen-Politik, Zeit bei RSH mit Carsten Koch. Die Politik geht in die Sommerpause, aber diese Woche wurde ja nochmal diskutiert über Rente, über Kohleausstieg und über die Bundeswehr. Was waren das für Zeiten damals? Junge Männer zogen nach Berlin, weil sie nicht dienen wollten, andere verweigerten und wurden in abenteuerlichen Verhören befragt. Dann kam die Verweigerung per Postkarte und nun muss weder er noch sie noch der Westen dienen. Aber da haut die frisch gebackene Wehrbeauftragte Eva Högel mal eine Idee raus. Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und Hüstner vom Deutschen Bundesverband ist überrascht. Die Art und Weise, wie die Wehrpflicht abgeschafft wurde, war sicherlich ein Fehler. Deswegen wäre es unklug, jetzt mit Handstreich sozusagen die Wehrpflicht wieder einzuführen. Aber nichtsdestotrotz, die Analyse und Debatte darum wäre schon wichtig. Und, oh Schreck, die verbiesterte SPD-Vorsitzende Esken findet, Zitat, Wehrpflicht hilft nicht gegen Rechtsextremismus in der Truppe, Zitat Ende. Und die tatsächliche Mutter der Truppe, deren ihre Ausstrahlung der SPD-Chefin kaum nachsteht, die findet Wehrpflicht auch nicht angemessen. Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz AKK. Es geht nicht darum, einfach Wehrpflichtalter vorn wieder aufleben zu lassen. Es geht auch nicht darum, das insbesondere zu sehen hat, sein Kampf gegen Recht, sondern es geht um die Frage, was uns in dieser Gesellschaft zusammenhält. Beim Seminar, wohin stelle ich mich, damit die Tugendhaften auch verständlich werden, hat weder AKK noch die Pressesprecher aufgepasst. Da kommt dann noch ein mit Panzer und LKW-Sound im Hintergrund. AKK will noch mehr Freiwilligendienst. Und was hat der dann getan? Er hat eine halbjährige militärische Grundausbildung, aber das, was man am weiteren Dienst tun muss, im freiwilligen Wehrdienst, würde wegfallen, sondern man würde für weitere 6 Monate heimatnah im Bereich der Reserve eingesetzt werden. Also es ist im Grunde genommen ein Zwischending zwischen freiwilligem Wehrdienst oder gar nichts machen. Die Ritterin der traurigen Gestalt namens AKK sollte wohl lieber nicht in einer Werbeagentur kommen. Reaktion aus der Politik gab es natürlich neben der Genossin Esken auch. Der grünen Sicherheitspolitiker Tobias Linde sagte in Berlin, eine Wehrpflicht würde keine Vorteile bringen, sondern wohl viel Geld verschlingen. Högel hatte ihren Vorschlag damit begründet, dass die Befürchtungen angebracht seien, dass sich in einer Berufsarmee der Rechtsextremismus stärker ausbreite. Linde sagte dazu, die Breite der Gesellschaft in der Bundeswehr abzubilden, werde nicht nur mit angemessener Bezahlung sichergestellt, sondern es brauche eine verantwortungsvolle Rekrutierungspraxis und zeitgemäße politische Bildung des Landes. Na, vielleicht ist ja damit ein Stück für das politische Sommertheater gefunden. Titel Eva und die Wehrpflicht oder die Links oder Evas Wehrpflicht, Rezepte gegen rechts. Und wahrscheinlich kauft
kaum wussten, wer wir sind. RSA, der beste Verkehrsservice für Schleswig-Holstein. Achtung in beiden Richtungen auf der A7 Hamburg-Flensburg zwischen Schleswig-Jagel und Schleswig-Schupi. Das sind Drehe unterwegs. Und auf der B200 Flensburg Richtung Husum zwischen dem Grenzübergang Kupfermühle und Flensburg-Plüß. Da liegt ein Baum auf der Straße. Ebenfalls grau und nass. Ab und zu kann es dann auch mal gewittern. Die Temperaturen erreichen maximal nur noch 19 Grad. Auch am Dienstag und Mittwoch dann regnerisch. Da gibt es aber auch immer wieder heitere Abschnitte. RSH, der beste Verkehrsservice für Schleswig-Holstein. Der einzige
Fahrzeuge mit Pünktlichkeitsgarantie und Echtzeitmessung. Achtung in beiden Richtungen auf der A7 Hamburg-Flensburg zwischen Schleswig-Jagel und Schleswig-Schuppi, das sind Drehe unterwegs, und auf der B200 Flensburg Richtung Husum zwischen dem Grenzübergang Kupfermühle und Flensburg-Klüß, da liegt ein Baum auf der Straße. Die meisten Blitzer nur bei SH. Blitzer stehen auf der B77 Schleswig Richtung Flensburg, kurz hinter dem Ortsausgang Schleswig. Auf der A7 Hamburg Richtung Flensburg, da stehen sie im Bordesholmer Dreieck. Auf der B5 zwischen Itzehoe und Wilster in beiden Richtungen. In Osterwood auf der Heider Chaussee stehen sie in Richtung Tiebensee in der 70er-Zone. Und auf der A23 steht noch eine Hamburg Richtung Heide in Höhe Heide-West, da am Übergang zur B5. Staus und Blitzer melden sie uns immer kostenlos unter der 08000-774-774. Blitzerverkehr und mehr gibt's jederzeit für Sie zum Nachhören in der RSH-App. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. RSH, Rock am Sonntag. Alle wollen mehr Tierwohl. Dann hüpfen aktuelle Papiere in eine Herde und filmen, wie die Tiere sich erstellen. Wie blöde kann man sein? Nicht alles, was im Netz Zuschauer findet, ist damit auch erlaubt. Und die Bauern sind aber Spielverderber. Keine leichte Zeit für die Landwirtschaft. Thema gleich.
Schwiejak, was eigentlich übersetzt zu Saukerl, was immer das ist. Schwein und Sau stehen in der Wortwahl nicht unbedingt auf der harten Seite und im richtigen Leben auch nicht. Minderwertiges Fleisch sagen die einen, unschöne Haltungsmethode die nächsten. Und wenn jemand sagt, da hast du Schwein gehabt, dann denkt er höchstens an einen Schornsteinfeger, der im Fall offenbar. Aber zur Sache, die Sauen beschäftigen die Politik. Muttersauen in Kastenstellen, eingesperrt, bewegungsarm, ein Leben unter oder mit Gitterstäben. Das wollen Tierschützer, aber nun auch Politiker nicht mehr. Wir helfen den Tierhaltern mit richtig viel Geld des Bundes, dass sie schnell die Ställe umbauen können, dass wir Tierhaltung hier halten, aber den Anspruch erhöhen. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Also Schluss mit dem Kasten statt in der Sauenhaltung. Zumindest soll es so kommen. Geld aus Berlin gibt's, wer will und wer umbaut. Schonzeit für das ist, aber nicht für die nächsten 10 Jahre. Die blonde Julia hat noch bremsen wollen, aber die Grünen in den Ländern haben nur gesagt, bremsen ist nicht mehr, jetzt reicht's. Das ist auf Forderung der Unionsseite unverhandelbar gewesen, eine Übergangsfrist zu verankern. Aber wir haben sie deutlich verkürzt. Das ist längst nicht mehr der Vorschlag, den Frau Klöckner eingebracht hat. Kiels Landwirtschaftsminister Albrecht dabei. Es gibt nach wie vor unterschiedliche Sichtweisen, wie welches Tierwohl wohl geschützt werden kann und auch muss. Ganz deutlich gezeigt, dass es zwar für die Sau in der Geburt und auch danach etwas mehr Stress bedeutet, in solch einem Ferkelschutzkorb fixiert zu sein, aber wir konnten auch sehen, dass es für die Ferkel weniger Risiko bedeutet. Tierärztin Theresa Scheu im ARD-Mittagsmagazin und der Generalsekretär des Bauernverbandes sagt relativ empathiefrei: Wir machen uns nach wie vor große Sorgen, dass diese Regelung eben nach Ablauf der Übergangszeit viele, viele Betriebe, insbesondere kleine und mittlere Betriebe, zum Ausstieg drängt. Übrigens in Schweden sind diese Kastenstände schon Ende der 80er Jahre abgeschafft worden. Übrigens, dann haben 9 von 10 Bauern auch ihren Job an der Hand. Also, beste Chance für alle, weniger Fleisch essen, zudem dafür mehr bezahlen, dann werden auch die Bedingungen anders. Es liegt eben nicht nur an den Bauern, sondern meistens an den Verbrauchern, wie man uns so schön nennt. Also in der eigenen Nase fassen, damit man kein Schwinjak wird. Thank you.
another SV like mine. Another SV like mine. Sonntag mit Politik am Sonntag. Die Bauernentlatte. Frage an den Bauernpräsidenten Werner Schwarz. Geben Sie mal eine Schulnote für die Bauern und für die Stimmung in der Landwirtschaft. Zensur 2, 3 oder wie? Ausreichend im Moment mit Unterschieden, mit großen Unterschieden. Ich glaube, dass die Schweinehalter mit den Preisen in der letzten Zeit super gut leben konnten und da auch zufrieden sind. Bei der Milcherzeugung ist das wirklich gerade mal eben schwach ausreichend. Wir müssen aufpassen, dass uns dort nicht ein Teil der Betriebe wegbricht, da habe ich große Bedenken. Es gab ja, wo mit dem Rücken zur Wand stand, wegen der Ernte, wie sieht es dieses Jahr aus? Die Ernte ist diesen Jahr nicht so schlecht, wie mancherorts genannt wird. Wir im Norden haben eigentlich zum richtigen Zeitpunkt immer Regen und genügend Regen gehabt, sodass dort eine vernünftige Ernte, auch wenn es wird keine Spitzenernte, aber es ist eine gute Ernte, mit der wir durchaus leben. Bürokratieabbau, das ist die eine Thematik. Das andere, was Sie aber auch gesagt haben, ist die Problematik schlechtes Image. Sind die Landwirte daran schuld? Sind die Medien daran schuld? Tun Sie was dagegen? Oder woher kommt dieses schlechte Image, von dem Sie sprechen? Dass wir ganz unschuldig sind, würde ich niemals sagen wollen. Aber im Moment haben wir so ein bisschen den Eindruck, es wird auf den Berufskollegen rumgehackt, weil schwaches Glied kann man ja mal machen. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Erschrecken der Tiere, was da so auf TikTok im Moment so läuft, da frage ich mich, wie kommen Menschen dazu, sowas zu machen? Die springen in eine Tierherde und filmen, wenn die dann hochspringen und sich erschrocken haben. Wir sprechen über Tierwohl und möglicherweise, was die Landwirte nicht vernünftig besser machen, und dann erleben wir sowas. Da frage ich mich, sind für mich Widersprüche, über die wir auch sprechen müssen. Und
solchen Fall dann immer auf die Landwirte zu zeigen, ist schwierig. Wir haben einen gesellschaftlichen Wandel und einige Berufskollegen haben sicherlich auch einen Grund, sich gegen diesen Wandel zu sperren, weil es ihre betriebliche Situation deutlich einschränkt oder sie ganz einfach kein Interesse daran haben. Aber wenn wir weiter produzieren wollen, und das, davon gehe ich aus, wenn wir heute 30-jährige Landwirtinnen und Landwirte haben, dass die weitermachen, dann müssen wir uns mit den gesellschaftlichen Anforderungen befassen. Das wird auch Ihr Thema sein auf der virtuellen Norma sozusagen, mit der Frage, welche Perspektiven hat Landwirtschaft, insbesondere die Familienbetriebe, welche Perspektiven brauchen die denn? Mehr Mut, mehr Zustimmung aus der Gesellschaft, mehr Verständnis in der Politik oder alles? Ich könnte es ganz einfach machen, alles. Nein, ich glaube, dass die jungen Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter mutig sind, dass sie Lust haben zu arbeiten, dass die vorangehen wollen. Wir müssen mit der Gesellschaft diskutieren, wo geht es denn hin? Das haben wir in dem Zukunftsforum Landwirtschaft in Schleswig-Holstein mit der Landesregierung und mit den Nichtregierungsorganisationen, gesellschaftlichen Gruppierungen angefangen. Es ist interessant. Dort wird gesagt, ja, wenn ihr mehr macht, müsst ihr auch mehr verdienen. Und darüber müssen wir diskutieren. Und da müssen wir sehen, wo wir auch Mehrwert für die landwirtschaftlichen Betriebe, für das Familieneinkommen generieren. Und nicht Auflagen, die im Ordnungsrecht dann Dinge installieren, die keinen Spaß machen. Es soll ja auch durchaus auch noch ein gewisser Fröhlichkeitsfaktor dabei sein. Also Bauer und Bäuerin sagen, ist doch ein toller Beruf. Das ist nach wie vor ein toller Beruf. Wir waren gerade jetzt auch in der Corona-Krise prädestiniert. Wir konnten uns auf unseren Höfen frei bewegen. Wir konnten weiter mit unseren Tieren arbeiten. Wir konnten im Frühjahr sehen, wie es wächst und gedeiht und es anfängt zu blühen. Ich glaube, wir sind nach wie vor wirklich die Glücklichen. Soweit Bauernpräsident Werner Schwarz hier bei RSH. RSH, Schleswig-Holsteins bester Musikmix. Nein, Jonas Brothers. There's a car, but there's a car in the hood. The NHS stuff in the window. Yeah, well, it's still been lived in yesterday. Wasn't anyone there yesterday? Because rainbow's out. Yeah. But there's still nothing in the kitchen, nothing's been done.